Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zurück zu Green Hell. Hier stehen wir jetzt neben dem Feuer. Ich habe gerade geladen. Und ja, wir hatten ja in der letzten Folge versucht, ein bisschen Schlamm zu finden. Sind auf der Suche danach immer wieder von einer Raubkatze angegriffen und getötet worden. Ich habe mittlerweile jetzt herausgefunden oder mich nochmal dazu belesen. Den Schlamm, ja, den muss man entdecken. Ist aber offensichtlich nicht so, dass man da irgendwo langläuft und dann stolpert man da drüber oder ne, fällt da in den Schlamm, wortwörtlich. Sondern es ist eigentlich viel einfacher bzw. logischer. Na, ihr seht das? Wasser. Ich habe jetzt mit Rechtsklick ja, auf erweitertes Menü geklickt. Und hier unten gibt es tatsächlich die Option Schlamm nehmen. So. Ja, jetzt haben wir den Schlamm entdeckt. Ja, warum? Einfach, wenn man es sich auch wesentlich schwerer machen kann. So, und ihr seht das jetzt oben rechts, kommen die ganzen neuen Einträge für unser Buch. Ich schmeiße jetzt den Schlamm hier einfach mal hin. Bleibt er dann hier eigentlich liegen? Nee, also den müsste man dann wahrscheinlich auch immer wieder neu nehmen. Aber wir gucken uns jetzt mal im Buch die ganzen neuen Blaupausen an. Haben wir jetzt hier in den Kräutern, da dürfte eigentlich nichts Neues sein, würde ich sagen. Es wird jedes Mal beim Laden irgendwie immer neu markiert, aber da ist ja nichts Neues. So, beim Feuer ist eins neu. Gut, da gibt es jetzt hier, ich glaube, übersetzt ins Deutsche ist das Lehm, nicht Schlamm. Gibt es den Lehmkohleofen. Da bräuchte ich schon mal 3 Lehmziegel. Und dann haben wir hier natürlich den ganzen neuen Reiter für das ganze Lehmzeugs. Dann haben wir einmal den Schlammmischer, ja, den Mischer, den Lehmmixer. Den werden wir wahrscheinlich als erstes auch bauen müssen. Denn ich glaube, damit stelle ich die Ziegel her. Und ja, von den Kosten ist es überschaubar. So, dann gibt es hier wohl auch eine Aufbewahrungskiste. Die würde ich auch bauen wollen. Weil wir ja auch mit dem Inventar ein bisschen haushalten müssen. So, und dann gibt es hier auch Wände und Türen und Fenster und Dächer. Es gibt sogar einen schönen Ofen. Also eine Wand mit Ofen. Ja, okay, gut. Und ansonsten ist aber jetzt hier noch nichts Neues weiter dazugekommen. Sieht nicht danach aus. Okay, aber dann würde ich sagen, dann bauen wir doch erstmal diesen Mischer. Und gucken mal, dass wir ein bisschen Schlamm herstellen können. Und jetzt müssen wir ja dann theoretisch auch drauf aufpassen, auf unsere Hygiene. Mal sagen, ich baue das hier. Kann ich das da oben auf die Brücke vielleicht setzen? Würde das gehen? Ich glaube, hier kann ich immer nichts setzen, ne, in den vorgegebenen Strukturen. Das ist ein bisschen doof. Ich kann das halt nur hier so... Nee, dann werde ich das vielleicht hier unten gleich mit ans Wasser. Da kommen wir immer gleich mit ran. So. Stöcke braucht man. Die müsste man auch alle einstecken haben. Und dann 4 große Loks. Aber da haben wir es uns doch wirklich schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Es war so einfach, an das Zeug ranzukommen. So, hier ist schon mal ein Lok. Gucken wir mal, ob wir noch mehr finden. Ohne, dass ich großartig hier Bäume fällen muss. Ich glaube, hier drüben lagen relativ viele rum. Steht denn eigentlich unsere Falle noch? Müsste ich dann auch mal gucken.
Hier lag noch relativ viel Zeugs. Da ist auch noch ein Block. Haben wir zufällig noch einen irgendwo? Ja. Ach so, mehr kann ich gar nicht tragen. Okay, dann gehen wir erstmal wieder rüber. So. Dann holen wir uns noch den einen, den wir da drüben gesehen hatten. Aber da haben wir ganz schön viel Zeit damit verbracht, diesen blöden Schlamm zu entdecken in dem, wo es doch eigentlich sehr, sehr einfach und direkt vor unserer Nase schon war. Aber so ist es halt manchmal, ne? Und ich gebe zu, ich habe da auch mal bei anderen YouTubern in die Videos reingeguckt, wie die das machen. Es kann ja nicht sein, dass das so schwer zu entdecken war. Oder zu entdecken sein sollte. Ja. Da habe ich mir das einfach mal abgeguckt. So. Genau, dann braucht man nämlich nochmal drei Loks. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mal wieder einen Baum fällen müssen. Mal gucken, wo wir hier einen haben. Was lag jetzt hier rum? War doch irgendwas zum Aufheben. Ach, so einen großen Stein, den brauchen wir jetzt nicht. Suche einen Baum, den ich fällen kann. Der müsste uns hier die großen Loks geben. Lok. Lok. Brauchen aber drei, ne? Ich werfe die dann nochmal ab und fäll dann gleich noch einen Baum. Ich weiß gar nicht, ob der ja auch die großen bringt. Oder ob der nur... Der macht nur die kleinen Sachen. Das nützt mir also nicht so viel. Ich glaube, hier ist die brauchen wir da. So, okay. Jetzt müssen wir nur die anderen beiden von vorn gerade wiederfinden. Hier. Gut. Gut, und hier steht jetzt auch dabei Flussschlamm. Ja, hätte man das vorher gewusst, dass es um Flussschlamm geht, hätte ich das ja vielleicht sogar rausgefunden, was ich hier tun muss. Aber so. Okay. Das heißt, wir holen uns jetzt mal hier wieder Matt. Wir machen das rein und dann können wir, glaube ich, wohl noch eins hier nehmen. Und ihr habt das vielleicht auch gerade gesehen. Asche brauchen wir hier auch. Kann ich da gar keine einstecken? Dann haben wir doch hoffentlich bestimmt hier in dem Feuer Asche. Ach nee, Kohle wollte ich jetzt nicht, ne? Aber hier hinten liegt nochmal Asche.
Ah ja, okay. Dann bin ich hier mal gespannt, wie viel Ziegel da jetzt mit einmal rauskommen. Was ich halt noch zeigen, ihr habt das vielleicht hier auch gesehen. Ich habe ja auch die Möglichkeit, mich selbst zu waschen. Also noch muss ich es, glaube ich, nicht. Habe ich das angezeigt eigentlich, wie das hygienemäßig bei mir aussieht? 28. Dezember, naja, fast. Jus. Ah, ich glaube, wenn ich jetzt hier drin rumplanten manche, da brauche ich dann auch wahrscheinlich Hygiene. Ah ja, okay, und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Ziegel. Okay, gut. Ich guck mal. Nein, auf die Uhr soll ich angeblich gucken. Halt, falsche Taste. Na gut, ich bräuchte Kohlenhydrate, das ist richtig. Was haben wir denn überhaupt an Nahrung so da? Piranha. Können wir auch essen? Ansonsten haben wir ja gar nicht so viel da. Wie sieht es denn hier in unseren Fallen aus? Oh, ein ganz to toller neuer Fisch. Kann ich den auch gleich hier auseinandernehmen? Hallo? Bin ich hier irgendwie nicht mehr ran, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Hier haben wir zwei Piranhas. Wie komme ich denn jetzt hier an diesen Fisch? Das wäre ein bisschen blöd, wenn der jetzt hier drin ist und ich den nicht aufheben kann. Was haben wir denn hier für ein Zeugs drin? Okay, wir müssen mal gucken, dass ich ein bisschen Zeug ablege. Das Prinzipiell bleibt das ja liegen, wenn ich es hinlege, ne? Das heißt, wenn ich hier das ganze Zeug einfach abwerfe, halt auch die Knochen, wo ich jetzt nicht direkt weiß, wozu ich die brauche, oder bisher noch nicht weiß, wozu ich die brauche. Vielleicht kriege ich da eher wieder Zeugs rein. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das hier mit dem Inventarplatz funktioniert offensichtlich. Ich will den Fisch haben. Warum komme ich denn jetzt an den Fisch nicht ran? So, die Piranhas kann ich aufheben. Und dann wahrscheinlich auch hier harvesten. So, okay. Dann würde ich. Wir müssen hier dann auch wieder neue Köder reinlegen. Warum kann ich denn das jetzt nicht mehr aufheben? Ist doch blöd. Ist so ein schöner neuer Fisch gewesen. Jetzt komme ich an den nicht mehr ran. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Okay. So. Sehe ich das eigentlich richtig, dass unser großes Feuer ja auch schon wieder weg ist? Also muss man das auch immer wieder neu bauen, das Campfire? Das heißt, eigentlich lohnt sich das ja nicht. Also die drei Kochstellen kriegen wir ja durch den Steinring. Das heißt, eigentlich lohnt sich das wirklich nicht, das große Campfire dann zu bauen, glaube ich. Wenn das dann auch so schnell kaputt ist. Wie so ein kleines. Oder bin ich jetzt an der falschen Stelle? Nee, das ist doch hier. Na gut, dann machen wir das so. Kleine Stücke brauchen wir jetzt. Man muss wieder 20.000 andere Sachen machen, bevor man hier die neuen Sachen mal sich den neuen Sachen widmen kann. Aber so ist das ja irgendwie immer. Das ist noch ein Seil. Liegen noch so die ein oder anderen
Sachen rum vom letzten Bauen. Die Nüsse nehmen wir mal auch wieder mit. Hatte ich vorhin schon gesehen, aber da konnte ich sie nicht aufsammeln. Kriege ich aus dem Großen? Gab es doch die kleinen Stückchen, genau. Dann sammeln wir noch ein bisschen und dann, wenn ich mir das so ansehe, müssen wir ja sowieso bald wieder schlafen und ja, Dinge tun, um unsere Statistiken aufzufüllen. Aber wichtig wäre halt auch das Essen, ne? Trinken wahrscheinlich. Würde uns auch gut tun. So, jetzt fehlen uns wieder Stücke. Die kleinen brauchen wir jetzt weniger. Ich brauche tatsächlich die großen. Noch ein Lock. Stock, kleines Stückchen. Sammeln wir mal wieder so alles auf, was wir hier so auf dem Boden finden. Unsere Ausdauer ist auch schon wieder aufgebraucht. Das geht aber heute auch schnell. Da kann ich ja auch nicht mal das Feuer machen. Weil der Vollhorst das ja dann wieder nicht ankriegt, wenn er hier halb erschöpft ist. So, das Feuer ist jetzt da, aber ich muss jetzt mich erstmal ein bisschen ausruhen. Dann ist es schön dunkel. Ja? Machen wir mal so, damit das Fleisch dann nicht vergammelt. Feuer. Das und getrocknete Blätter haben wir noch da. Oh, yes. So. Okay. Und dann machen wir hier mal. Jetzt habe ich hier sogar ganz viele Feuerstellen. Das hier kann man vielleicht auch gleich noch essen. Und theoretisch könnte man auch mal schauen, ob in der Falle jetzt wieder was drin ist. Ich kann den Fisch dort nicht aufsammeln. Hallo, ich will den tollen Fisch haben. Dann legen wir halt hier auch noch mal. Ah, hier. Harvest, machen wir das gleich so. So ging's. Dann schmeißen wir den ja auch noch aufs Feuer. Ist das andere schon fertig? Ja. Ach, haben wieder ganz viele Leeches hier an uns rumkleben. Okay. So, okay. Was war jetzt der Plan? Genau, ich wollte, glaube ich, jetzt gucken, was ich noch jetzt bauen kann mit diesen tollen Sachen. Genau, vielleicht fangen wir mit so einer Storage Box an, damit wir unser Zeug lagern können. Kann ich die denn wenigstens hier oben drauf stellen? Ah, das ist schade, dass das nicht geht. Okay, na, dann müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen, wohin wir das am besten stellen.
Vielleicht kann ich es hier so mit hinstellen. Oder hier unter die Treppe. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde noch ein bisschen vielleicht in die Richtung dann mal ausbauen wollen. Dann kann ich es vielleicht... Hier war doch gerade... Er hatte mir doch auch gerade was hell angezeigt. So ganz mit diesem Bausystem bin ich auch noch nicht hier... auch noch nicht ganz durchgesehen. So, dann brauchen wir wieder Stöcke. Die Plank kann ich nicht. Brauche ich dann aber wahrscheinlich auch früher oder später. Okay. Also wieder Stöckchen sammeln. Jetzt hier schön im Dunkeln. So, ich wollte mal schauen nach der Falle. Aha. Wir haben also eine kleine Spinne hier drin gefangen. Und ich guck mal, dass ich die mit aufs Feuer lege. Ich würde, also in echt würde ich das wahrscheinlich nie essen wollen. Nie essen können. Aber hier, na? Müssen wir ja überleben. Köstlich. Wirklich ganz, ganz tolles Essen. Kann mir keinen besseren Snack vorstellen. Wir brauchen echt Früchte. Ich warte mal, bis die Spinne hier fertig gekocht ist. Gebraten. Was weiß ich, gegrillt. Und dann müssen wir mal Früchte suchen, auf jeden Fall. Wir brauchen Kohlenhydrate. Unsere Energie geht auch schon wieder dramatisch runter. Wir können ja mal kosten. Ah ja, okay. Macht durchaus Sinn. Also die bringt sehr wenig Proteine und kostet uns auch geistige Gesundheit. Ist jetzt nicht so verwunderlich. So, also ich brauche Früchte. Früchte. Halt, das Blatt wollte ich nicht. Den Stock nehmen wir meinetwegen noch mit. Ich will jetzt eigentlich ungern hier im Dunkeln nach Früchten suchen. Da finde ich doch sowieso nichts. Oder doch? Sehr gut. So, und die erstmal gleich. So, okay. Und da unsere Ausdauer schon wieder im Keller ist und wir gleich wieder ohnmächtig werden, wenn wir hier so weitermachen, müssen wir uns wohl erstmal wieder hinlegen.